Wer von euch auf Abo drückt, der mein Gesicht mit Lächeln schmückt. Wisst ihr, wer so ja nicht lächeln kann? Unser Chefkoch hier. Dieser Meinung war auch die Stadt, bei der Chefkoch das Ganze angezeigt hat. Die konnten sich nicht vorstellen, dass einer ihrer Mitarbeiter bei Gegenverkehr ohne nötigen Sicherheitsabstand überholen würde, waren daher sehr an der Aufnahme interessiert. Die Polizei vor Ort nahm das Video auch an sich und so geht das Ding nun seinen Weg. Wundervoll, wie die Kreuzung freigehalten wird. Was nicht so wundervoll ist, ist, wie der Gehweg zum Tankstellenbefahren missbraucht wird. Da fährt jetzt einer über den Gehweg zur Tankstelle. Wir haben keinen Ton, aber wir wollen ja auch keinen Blumentopf herstellen. Ich hasse es, wenn Linksabbieger, nur weil da mehrere Spuren sind, wie selbstverständlich mit abbiegen. Als Linksabbieger ist man das Letzte, sagte mein Fahrlehrer immer. Und das ist wörtlich zu nehmen. Erst alle anderen, dann du als Linksabbieger. Habe ich genommen 20 Minuten jetzt, bevor ich. Alles klar. Das war ja auch mal eine komplette Vollbremsung. Der hat ja richtig einmal gerückt. Also, nicht falsch verstehen, ich weiß jetzt weder, wie viele Spuren hier zum Abbiegen offiziell für welche Seite existieren, noch wie die Ampel schaltet, noch ob man da wenden darf und so weiter und so fort, aber ihr wisst, wie ich das meine, wa? Also das ist, glaube ich, fast einzigartig, auf Kamera festgehalten, wie ein Fahrschüler durch die Prüfung rasselt. Hier wollte er schon mal rüber mit zu wenig Abstand nach vorne und dann... Hans-Gabonetza, Jutta! Der ist durchgefallen durch die Prüfung. Aber bestimmt 20 Mal! Klausi, Mensch, achte auf deinen Puls. Nee, aber mal ehrlich, ihm war zu dem Zeitpunkt nicht sofort klar, dass das eine Prüfungsfahrt ist, hat die Dame auf dem Beifahrersitz analysiert. Schema ist ziemlich eindeutig, wenn du diese zusätzlichen Spiegel siehst, jemand Junges auf dem Fahrersitz und einen älteren Herren auf dem Beifahrersitz und einen mit Klemmbrett auf der Rückbank. Die Aufschrift Fahrschule fehlt, so wie es das Gesetz in der Prüfungsfahrt will und direkt nach der Aktion, obwohl er ja links zu uns rüber wollte, fährt er dann doch rechts ab. Prüfung beendet. Zumindest ist es ziemlich wahrscheinlich. Der wird mal BMW-Fahrer. Mein Vor-Ort-Orakel Bauersein ist am Start im nebligen Nebelhausen. Sag mal, Kollege, was passiert da gleich? So, wir sehen jetzt gleich ein. Wir klopfen und überholen, Überholverbot. Ist das nicht schön? So, und dann noch bei Nebel. Sichtweite etwa 100 Meter, durchgezogene Linie. Komm. Und jetzt müsste dieser Mercedes vorbeikommen. Und da ist er. Wie es aussieht, wenn du ein Aufgabenvideo von der Theorieprüfung schaust. Jo, das war wohl ein Sturmschaden. Geil finde ich aber, wie die ihren Job weiterhin ausführt und grün zeigt. Dem Rollerfahrer nimmt ein Linksabbieger jetzt mal so richtig die Vorfahrt, sodass der Zweiradrige fast Asphaltprobe liegen macht. Danke fürs Nichthupen bei der Uhrzeit. Wer meint, das sei ja noch weit weg, saß noch nie auf einem Motorrad und hat etwas Ähnliches erlebt. Ach ja, Thema Hupen war, ist ja noch etwas ländlicher hier.
Alter, Bodenwelle oder Gullikante auf Doom. Yeah, meine Hut Berlin-Spandau, die Kreuzung bin ich sehr lange mehrfach täglich entlang gefahren. Jedenfalls werden hier immer wieder Polizeiübungen organisiert. Gerade läuft auch eine, nur leider ist der verkehrsregelnde Polizist hinter dem abbiegenden Transporter nicht zu sehen. Alter, die fahren alle noch rüber. Alter. Hä, warum? Die fahren doch alle einfach. Sind die dumm? So, jetzt wird diskutiert, Freunde, aber erstmal kicken, ob einer kickt. Also wirklich, wer soll das? Also, wir wissen, dass der Clip safe hier gespeichert wurde, das war nicht zu überhören. Zu den Fehlern der Gegenseite, Einfädelungsstreifen absolut ungenügend ausgenutzt, du hast wenigstens annähernd die auf der Bahn gefahrene Geschwindigkeit zu erreichen, ehe du dich einfädelst. Dann bei dem Warnsignal vom Einsender weiter rüber zu ziehen, ist natürlich auch selten dämlich. Nun zum Einsender, ich bin mir nicht sicher, ob der rückwärtige Verkehr schon so nah war, dass du nicht rüber konntest, aber abbremsen hätte die Situation immerhin etwas entschärft. Genießen Sie abschließend diesen Anblick, ist ja fast Heiligabend, wa? Die heutige Episode wird präsentiert von den hier aufgelisteten Namen. Let's Dashcam bedankt sich ganz offiziell im Namen all jener, die diese Videos gerne sehen. Das Format Community Cam wäre ohne euer Beisein genau gar nichts, sondern nur ein langweiliger Haufen leerer Videos, weil ich ja dann keine Inhalte hätte und das wäre dann ziemlich blöd. Es sei denn, man steht drauf, sich 8 Minuten lang ein Schwarzbild anzusehen. Also nicht falsch verstehen, ich weiß jetzt nicht, wie viele Spuren hier zum Abbiegen offiziell für welche Seite existieren, noch wie viel Ampeln schalten. Klassischer Versprecher an der Stelle. Also nicht falsch verstehen, ich weiß jetzt weder, wie viele Spuren hier zum Abbiegen offiziell für welche... Mann! Ah.